Na los, fertig? Fertig. Na gut. Danke. Okay, was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Also alles, was du tust. Ja, so in der Art. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Hier oben? Heilige Scheiße. Tja, hier sind unsere verschollenen Siedler. Zumindest ein paar davon. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sehen wie Soldaten aus. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Wenn das da oben das Schatzhaus ist. Hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Okay, dann... Ja. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Ich habe was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist.
Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Auf den Regalen? Was hast du da? Libertaria-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Also, wie kommen wir da hoch? Okay, bereit? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Links überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Ja, nichts wie hoch. Oh, sorry, Condit. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das?
Na los, fertig? Fertig. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Hoch. Wow. Oho, eine Schatzkiste, hä? Ja, ohne den Schatz. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Panzerfaust! Ja, Scheiße! Verdammt! Bist du okay? Ja! Komm schon! Durch die Fenster! Ugh!
Beine, Dean. Schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott, verdammt. Ich hab genug von dieser Insel. Ich hab genug von Ihrem Bruder. Und ich hab genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon mal. Du hast uns doch in der Hand. Entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien.
Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh, doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab mein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan!